Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir ja nicht bei diesem ganzen Bild zusehen. Das ist nochmal ein Geldruck. Das wollte ich euch zeigen, wie ich den noch überarbeite. Ich brauche da ein kleines Geschenk für eine liebe Freundin und ich habe mir hier dieses Stück herausgenommen und das möchte ich dann in diese Fotopassepartout reinmachen. Jetzt überarbeite ich das Ganze etwas und da könnt ihr mir dabei zusehen. Über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Ja, und jetzt geht's los. Wie ihr seht, habe ich mir den Städler, den wasserfesten Feinliner, den 03er, hergenommen, also vorbereitet. Mit dem umrande ich jetzt erstmal die weiß gebliebenen Stellen von dem Bild. Und wie ich oft schon gesagt habe, wenn man das macht, dann strukturiert sich das Ganze schon etwas und plötzlich erkennt man ja auch verschiedene Details besser oder man strukturiert es ganz einfach viel besser. Zumindest habe ich den Eindruck und ich fange ganz gerne so an und genieße, was so an Strukturen drin sind, was man dann rausarbeitet, die man so nicht sehen würde. Zumindest geht es mir immer so. Vielleicht habt ihr Lust, mir in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr das auch so macht, wie es euch dabei geht und wie ihr das empfindet. Das macht mir so manche Musterfindung einfacher. So. Auch noch die kleinen Sachen umrande ich mir. Seht ihr? Und dieses Blatt ist natürlich auch also richtig, richtig toll mit dem Gold. Das, wie soll ich sagen, das wirkt richtig, richtig gut. Ganz am Schluss ist es auch so, dass ich das dann in die Fotopassepartout reinmache. Und wenn ihr das aber anders rahmen möchtet, erhaltet ihr natürlich viel mehr von den vielen Mustern, die da entstehen. Aber da das ja in die Passepartout nur reingesteckt ist, kann man das natürlich immer rahmen, raustun und rahmen. Ja, hier mache ich so ganz kleine Muster, da ist der 03er schon toll. Hätte vielleicht auch noch ein Ticken feiner sein dürfen. Also wenn ihr so ganz feine Sachen habt, nehmt auch noch einen kleineren, feineren Stift, dann tut ihr euch da leichter. Und es sieht nochmal etwas feiner eben aus. So, diese Schnecken liebe ich sehr. Wie ihr wisst, alles was rund ist, macht einfach Spaß. Und ja, diese Schnecken sind eine meiner Lieblingsmuster, die ich so habe. Striche, ganz einfache Striche und trotzdem so effektvoll. Ich fülle auch die kleinen Stellen mit aus. Alle weiße Stellen fülle ich nicht aus, habe ich auch nicht umrandet, also wirklich nicht alle. Versuche da etwas, so eine Art Gleichgewicht zu finden zwischen Muster, Farbe, von der Menge her. Da ist man gleich dabei, dass man dann zu viel macht. Ja, eigentlich, was heißt zu viel? Eigentlich, so wie ihr das macht, so ist es einfach okay. Aber ich wollte eben so ein bisschen die Leichtigkeit da erhalten. Und deswegen habe ich da nicht alles mit Muster zugemacht. Gefühlssache, wie man es eben gerne haben will.
das ist so ein ganz tolles, kleines Geschenk. Das habe ich für ganz, ganz liebe Freundin gemalt. Und wenn ich sowas mache, dann habe ich immer so die Person vor meinem geistigen Auge. Und irgendwie macht es dann noch viel, viel mehr Spaß, diese Muster zu kreieren und einfach weiter zu malen und ja, einfach für diese eine Person. Ja. Hier mal wieder Punkte, geht ja gar nicht anders. Kreise vielmehr. Zuck, zuck, zuck. Hier noch ein bisschen was, dort noch ein bisschen was. Geht auch mal einen Schritt zurück und seht euch das Ganze an, ob das auch wirklich stimmig, also ob es sich wirklich stimmig für euch anfühlt. Euer Bauchgefühl muss sagen, ja, fertig. Und wenn das sagt, fertig, dann ist es fertig. Oh, dann lasst es ganz einfach so. So, es ist soweit ausgearbeitet. Ich nehme auch gar keine andere Farbe mehr dazu, weil das eigentlich reicht. Das sieht jetzt mit der Passepartout noch etwas anders aus, aber ich habe es genauso gemalt, dass man es wirklich dann auch nochmal rahmen kann, wenn man will. Steckt man das mal da rein. Da fällt einiges weg. Aber wie ihr seht, es macht ganz schön was her. Ja, und so ist ein neues Bild entstanden. Jetzt kommen noch die Detailansichten und da wünsche ich euch noch viel Spaß beim Ansehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.